Ah ja, stimmt. Wir hatten ja einen romantischen Moment mit Dina. Dina ist schwanger. Das ist ja uns mittlerweile scheißegal. Wir gehen jetzt Abby töten. Obwohl, wenn wir Glück haben, dann gibt es nochmal so eine kurze Konversation von 2 Sätzen mit Tommy. Mal gucken. So. Hast du einen Plan? Ich dachte, wir schlagen uns durchs Tiefland hier. Es wird nicht klappen, da ist alles voller Schnee. Nein, wenn wir da ankommen, wird alles getaut sein. Wo willst du hin? Brauchte nur Luft. Warum seid ihr noch wach? Konnten nicht schlafen. Hier, sieh dir das an. Wir wollen über Ellensburg nach Hause zurück. Wenn wir bis morgen in Fall City sind, wäre das gut. Hey. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ja. Ist das okay? Muss es sein. Ich freue mich echt nicht drauf, wieder durch Idaho zu kommen. Du solltest dir lieber Sorgen machen, was Maria mit dir anstellt, wenn du zurückkommst. Wir haben schon Schlimmeres durch. Aber als ich in die Stadt durch so eine Nobelecke kam, habe ich eine Halskette gefunden. Die funkelt ziemlich. Glaubt, die ist aus echtem Gold. Du glaubst, die ist aus echtem Gold? Es ist echtes Gold. Zeig mal. Ich weiß, wie Gold aussieht. Wenn die echt ist, können wir sagen, sie ist von uns allen? Such dir was Eigenes zum Bestechen. Moin, Onkel Brain. Chase, ich grüße dich auch. Hallo. Crank Phoenix, moin. Wie geht's dir? Gut. Ellie. Gut. Danke, dass du für mich da warst. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du bist so schmalzig. Okay, wie wär's mit... Meine Freunde kommen eben ohne mich nicht klar. Schon besser. Scheiße. Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagt! Halt die Fresse! Fuck. Okay. Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Fuck. Nein! Nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her! Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und es war umsonst. Maga, die ist in 4 Jahren so baff geworden. Die hat ja mehr trainiert als Sven Zelinski, Alter. Kannst du ja gar nicht ausdenken. Ja, wieder mal ist ein Charakter völlig lieblos gestorben und verschwunden.
Schön. Gut. Wir haben Jesse auch gerade nur angefangen, mit Jesse eine emotionale Bindung aufzubauen. Gut. Sehr schön. 10 von 10 Storytelling. 15 von 15 meine ich. Vielleicht hätten wir mehr Zettel gelesen, dann wissen wir, warum Jesse gestorben ist. Ja, wir spielen jetzt Abby. Wir finden jetzt wahrscheinlich raus, warum Abby so buff ist und schlechte Laune hat. Dad, komm schon! Mach das doch nicht andauernd! Dad! Eichhörnchen. Wo steckst du? Denkt dran, Chat, in der Vergangenheit Zettel aufheben bringt nichts, denn in der Gegenwart verschwinden sie. HTML, so moin. Pokli, ich grüße Sie auch, hallo. Wow. Oh. Scheiße. Sie hat keine Taschenlampe. Nee, ich glaube, ich habe vergessen umzustellen. Druckslei, warte mal. Moment. Danke für den Hinweis. Ich stelle schnell um. The Last of Us Part 2. Greatest Game 2020 wäre 2014 rausgekommen und hätte nicht The Last of Us gehießen. Okay, gut. Habe ich ausgewählt. Ich wusste gar nicht, dass man so lange Rubriken auswählen kann bei Twitch. Wundert mich. Ein Mod hier? Klar. Aber die haben auch Sonntag. Los. So. Dad! Okay, wie komme ich über diesen Zaun? Das ist eine gute Frage, wie wir über den Zaun kommen. Vielleicht komme ich auf das Dach rauf. Hat geklappt. Wow. Das war gut versteckt. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Sieh mal einer an. 1978. Ja. Eine Münze. Dann mal los. Wir haben eine Münze mit einem Vogel gefunden. Ja. So. Damit können wir bestimmt am Kaugummi-Automaten eine Kette ziehen oder so. Okay. Gut gemacht, Abby. Oh nein! Abs! Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na hier. Oh. Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs, sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt.
Apps. Cool. Der ist Muskeln. Woher wusstest du, wo ich bin? Owen hat mich verraten, oder? Das ist sein Job. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Gefragt? Hey, hab was gefunden. Oh, wow. 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts. Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Dann nutzt du ihn also aus? Apps, da. Frische Spuren. Warte. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spurenlesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Funktioniert es? Tja, ich meine, ich hab dich gefunden. Ja, aber mit Schummel. Man tut, was man tun muss, damit alles läuft. Wow. Du hörst mir ja doch zu. Manchmal hast du helle Momente. Hab ich mir auch gedacht, Pimp. Mal sehen, ob wir was anderes finden. Ja, wie wär's denn mit so Gras, was umgeknickt ist oder so? Oder das Gras, was da hinten in diese Richtung zeigt? Siehst du noch was? Noch nicht. Such weiter. Oh. Dad, hier ist irgendwas. Oh mein Gott. Sie hat schon entbunden. Und hier, zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los. Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Dad? Los, komm. Dad, warte. Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Oh, Mist. Erbs. Was? Wir müssen sie losschreiben. Oh, oh. Ist okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt, es steckt richtig tief. Herz, komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Okay. Ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen sie oben beim... Owen! Festhalten! Na los! Hey, Vorsicht! Okay, hast du sie? Ja. Okay, dann los, Abs. Langsam! Langsam! Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet.
Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen Ihre Hilfe. Dad? Gehen wir. Mit dem Hirn verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter? Was würdest du tun? Abby. Ein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Tu es. Danke. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Ja. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust. So, und das ist jetzt hier der krasse Plot-Twist, warum das... Okay, okay. Gut, 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 gut. Baby, dein Papa ist tot. Scheiße. Ist der immer noch hier drin? Ist das... Baby. Nein! Baby, ich finde... Nein! Verdammt noch mal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Ah! Nein! Schmorende Hölle, Pendejo. Ich bring euch um! Wow, wow, was soll das? Manny. Aufräumen. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er.
Seid ihr jetzt schon nicht mehr? Wir haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Was das? Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht! Oh, Scooby-Doo und seine wilde Gang sind wieder unterwegs. Keiner weiß, was der andere macht. Die seid jetzt schon nicht besser, ihr Knalltüten. Seattle, Tag 1. Boah, Alter, das ist jetzt nicht mein Ernst. Abby. Oh. Ruhig. Alles okay, Abs? Ja, nur... Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vamonos. Okay. Maja, das ist nicht mein Ernst. Hey, danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja, wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, die Wissenschaftlerin. Schön. Ah, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Das denke ich eigentlich auch. Und trotzdem. Das ist nicht mein Ernst jetzt, oder? Ah ja. Okay. Das kann doch nicht mein Ernst sein, dass wir die ganze Scheiße jetzt noch von der anderen Seite spielen, die wahrscheinlich genauso banal ist wie die andere. Hallo, Miss Potts. Hallo, Nelly. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Okay. Wow. Wir ziehen einfach durch. Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Hol mir was con picante. Du kriegst, was du kriegst. Und dieser Ska ist auf den Knien, ja? Er betet. Ich will ihn fesseln und mitnehmen. Und da zieht dieser Wichser plötzlich ein Messer. Scheiße. Ich freue mich auch, Abby. Und schießt mitten in sein Gesicht. Gut, er war nicht tot. Oh, shit, Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Serravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Serravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Leah vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin. Ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Okay. Er ist oft mit ihm zusammen, wenn ich unterwegs bin. Con Abby. Ja,
bueno. Hoy están diciendo que van a lanzar un perco para cena y unos sándwiches. Moinsen, Magger. Die hat ja breitere Schultern als Dicey Dizzy Wet. Abi. Wie geht es Ihnen? Fantastisch. Sagst du ihm bitte mal, dass der weg muss? Ah, hab's versucht. Er steht mir. Du wärst horrible. Bueno, wir müssen jetzt los. Pass auf ihn auf. Für Sie? Gerne. Und Christo, moin. Sie glauben, wenn Sie uns Sünder töten, wird die Welt das wieder für Kinder? Am Ende. Die Figuren werden erwachsen. Tja, ich. Das ist nicht so mit Superhelden. Wo müssen wir denn hin? Hier nicht? Ey, was die Moin? Wo ist die rote Tür, ja? Keine Ahnung, wo es hingeht. Ja, wie kannst du dir bitte aufhören, an deiner Schulter rumzufummeln? Ha, Glückssträhne. Ich hol das auf. Ich brauche nur einen Pass. Wie oft musst du deine Messer schärfen? Der Trick beim Wickeln ist, dass es fest sein muss. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Okay. Abby, was machst du? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Lenny, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Sorry. Wir gehen an die Front. Kommt schon. Du bist so peinlich. Ja, Moment. Warum hast du drei? Moment. Gib einen zurück. Flip jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil ihr mir beide wichtig seid. Und ich hab genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid.